Ahoi, liebe Schildmeiden-Wikinger, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Going Medieval Dynasty mit eurem Erik Vikingsson. Gestern haben wir angefangen, die große Halle zu bauen. Die ist auch schon fast fertig. Der erste Tisch steht schon, die Stühle werden angefangen. Dorfbewohner verhungert. Was ist denn jetzt schon wieder los hier? Es ist doch einfach. Hey, Pets, was ist denn nur los? Das kann doch gar nicht sein, dass du hier verhungerst. Der geht auch mittlerweile richtig gut, muss ich wirklich sagen. Also die Statistik. Er isst doch alle. Hört doch mal auf. Hallo! Wenn du jetzt auch isst, kriegt euch. Ja, du betest halt, ne? Ragnar betet erstmal ausgehungert. Es ist doch Essen da, Freunde. Esst doch halt. Guck mal, Proviant ist gerade da. Eieieiei. Manchmal weiß es auch nicht. So, die Halle wird gebaut. Wenn die Halle fertig ist, gehen wir an die Kirche, an den letzten Kirchturm. Da müssen wir dann nochmal Gas geben. Da werden wir auch mit Leitern hochgehen. Und zwar hier aus der Mitte. Die können wir eigentlich schon mal anzeichnen, die Leiter. Wenn die jetzt jemand baut, ist ja nicht schlimm. So, komm mal her. Zack, dann können die nämlich da hoch. Ja, so wird's gemacht. So, hier wird die Halle gebaut. Ich hoffe so sehr, dass die Halle Halle wird. Und ja, ich habe mir jetzt auch überlegt, je weit sie bauen und je schneller sie bauen, ist es eigentlich an der Zeit gekommen, dass diese Staffel dann auch ihr Ende finden wird. Denn so viel haben wir jetzt eigentlich gar nicht mehr, was wir zu entdecken haben, bis auf jetzt so das Strukturelle, wie, ja, Axt haben wir jetzt schon gebaut. Wir könnten halt noch Chemie und Nahrung haltbar machen. Schilder brauchen wir ehrlich gesagt nicht. Bin ich destillieren. Schnapsherstellung machen wir nicht. Wir sind Wikinger, wir stellen Met her. Das ist Schnaps genug. Möbel, die Hochbetten. Ja, königliches Bett. Eventuell können wir das noch dann erforschen. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Aber ich würde sagen, wenn die Halle dann fertig ist und auch der Kirchturm fertig ist, machen wir noch den Winter, gucken, wie wir den Winter gut überleben. Ich bin aber der Meinung, dass wir den Winter eigentlich sehr gut überleben werden. Rival und Ragnar wären dann auch fertig, was es heißt mit bauen. Es gäbe dann nicht mehr viel zu bauen. Das heißt, der Ragnar würde dann auch mit in die Jagd gehen oder wir gucken mal, was wir für ihn finden werden. Und ich denke, dass Midgard eigentlich ein wunderschönes Dörfchen, wenn nicht sogar eine Kleinstadt geworden ist, die sich sehen lassen kann. Und wenn wir den Regionseinfall sehen, der ist schon krass. Also viel kommt da halt auch nicht mehr, ne? Wir haben schon richtig reingebuttert hier und es wird wunderschön. Eventuell kriegen wir zum Winter nochmal einen Bewohner, würde mich freuen. Aber ich glaube, wir sind hier eigentlich, was Bewohner angeht, durch. Wir haben jetzt 2, 4, 6, 8, 10 Leute. Und ich glaube, 10 ist auch das Maximum. Wenn sie es nicht in einem Update, was ich nie mitbekommen habe, anders eingestellt haben. So viel zu mal daher, damit ihr schon mal wisst, wie lange es hier noch gehen wird. Der Winter ist aber noch, ne? Wir haben Tag 3 im Herbst, also es ist nicht so, dass es morgen vorbei ist, sondern wir machen einfach den Winter noch und dann überlassen wir Midgard und unseren Dorfbewohnern selbst das Zepter und sie können, ja, machen, was sie möchten. Das wäre ganz cool. So wäre der Ausgang eigentlich ganz cool. Vielleicht gibt es nochmal einen Angriff, weiß ich nicht. Aber es sieht schon schwierig aus. Guckt ihr das an hier? Es ist so genial. Es ist einfach so genial. Hermines Kettenrüstung ist kaputt gegangen. Das ist natürlich schön. Das ist nicht gut. Der Apfelbaumsetzling wurde zu Kompost. Ja, wir haben auch keine mehr gepflanzt. Wie sieht es eigentlich mit Forschung aus? Wie sind wir da dran? 10 Stück haben wir. Das nächste, was wir machen, war dann wirklich Steinbildhauerei, ne? Ja. Weil wir ja wissen wollten, ob das hier wirklich auch das wird. Ach, das ist schon cool. Ich hoffe, die Halle wird halt wirklich Halle. Es gibt jetzt halt auch wieder gesagt nichts zu zeigen, ne? Das Großartigste ist halt wirklich unsere Halle hier. Wie sieht es denn eigentlich hier aus? Ja, guck mal, hier wird gepflanzt. Sehr gut. Erik Tom, der macht halt, der produziert. Nahrungstechnisch, sage ich euch ganz ehrlich, sind wir definitiv da, wo wir sein wollen. Ganz ehrlich. Also, wir können uns selbst versorgen. Es ist nicht alles schlimm. Wir haben Tiere. Gut, Hühner hat nicht funktioniert. Ich werde auch keine kaufen. Ich habe es mir jetzt überlegt. Das ist so, falls ich sag mal, falls die Siedler, nachdem wir aufgehört haben hier mit der Staffel, weitermachen wollen und sich selbst die Fasane und Hühner züchten wollen. Haben Sie das Gehege da? Sie können machen, was Sie wollen. Das ist ganz cool. Ich werde den Speicherstand natürlich belassen. Das ist ganz klar. Falls ein riesengroßes Update nochmal kommen würde, gucken wir hier klar gerne nochmal rein.
Das natürlich auch. Aber wie gesagt, ich denke, nach dem Winter kann man hier mit gutem Gewissens unsere Siedler sich selbst überlassen, ohne dass wir Angst haben müssen. Das wäre ganz cool. So, guck mal, hier die Banner sind schon dran, oder? Vielleicht bilde ich mir das gerade. Ach nee, das ist noch gar nicht gebaut. Jetzt dachte ich schon, es ist schon wieder dunkel. Es ist krass, wie schnell jetzt auch die Zeit rumgeht. Reibel holt erstmal Holz hier. Ich bin schlau, ich hole Holz. Er baut aber schon noch weiter, oder? Warte mal kurz. Was passiert hier gerade? Bauen auf Stufe 2, Pflanzen schneiden auf Stufe 1, okay. Er ist ausgewachsen, dann macht er das. Er ist ja krass. Der Reifel ist ja super. Oh, Hermine und Reifel, habt ihr jetzt. Was waren jetzt? Die unterhalten sich und füllen jetzt gemeinsam den Proviantbeutel auf. Erik, komm, sitzt halt gerne auf deinem Marktplatz, ne? Er ist ja auch der, der. Was ist denn das eigentlich, dieses Grüne hier? Was bedeutet denn das Grüne? Weil die Stimmung ist neutral. Ist das das Grüne oder was? Gut ausgeruht, geht halt trotzdem ins Bett, ne? Ja, guck mal, nur die hässliche Ausstattung ist eigentlich das. Und das liegt ja eigentlich an der Kleidung. Ansonsten sind die alle richtig, richtig top motiviert und alles gut. Jamie auch unterhaltungsbedürftig. Das kriegt man aber bald noch hin. Eigenes Zimmer wird sie nicht kriegen, das wissen wir. Minderwertiges Zimmer. Weißt du was? Ich weiß nicht, was minderwertig ist, aber ich find's nicht minderwertig. Muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht. Das ist ein super Zimmer geworden. Man kann ja nicht auf Gold schlafen. Das geht halt nun mal nicht, ne? So, alle schlafen wieder. Bis auf nur noch 15, der ist hungrig. Aber wir können vorspulen. Ey, hier ist schon wieder alles rausgewachsen. Wie krass ist denn bitte das hier oben? Guck dir das mal an hier. Dorfbewohner ist erschöpft. Naja, wenn man erst 3 Stunden Reifel hat Geburtstag gehabt. Mö übrigens auch. Das habe ich vergessen mitzuteilen. Mö und Reifel. Mö hatte gestern, Reifel heute. Herzlichen Glückwunsch dazu. Die Älteste ist jetzt die Gamey, oder? Lass mich kurz gucken. Alter, sehe ich das Alter hier? 23. Also Reifel hat ja heute Geburtstag, klar. 24. 10. Tag im Winter, okay. Bis jetzt ist Ragnar der Älteste. 23. 23. 24. Erster Tag im Frühling. 2. Tag im Herbst. 24. Jamie ist die Zweitälteste. Ragnar ist der Älteste. Gut, er war auch als allererstes da. Klasse. 6 Uhr grüß. Wir erleben heute noch nicht die Herstellung der Halle, aber hey, es läuft. Wenn ich jetzt eigentlich noch einen zum Bauen abstellen würde. Nee, komm, wir lassen das. Wir lassen das schön gemütlich ausklingen. Ich finde auch unsere Kirche, ne? Ich muss es wirklich sagen. Jetzt stellt euch mal vor, wenn da hinten dann noch der Turm drauf ist. Wie geil sieht bitte diese Kirche aus? Wunderschön. Das ist wirklich ein richtiges Prunkstück geworden. Muss man wirklich sagen. Absolut stark. Absolut stark. Wer verhungert denn hier schon wieder? Ich muss immer wieder gucken, dass da keiner verhungert, der Ragnar. Ja, beten ist halt wichtig, ne? Ich weiß zwar nicht, warum du betest. Hallo? Ihr seid verärgert, weil ihr nichts esst. Weißt du, geht doch vorm Beten essen. Oder wird euch dann schlecht? Junge, Junge, Junge. Alter, die Möhe dreht hier voll am Rad. Guck dir das an. Die ist doch bald im Schmieden jetzt mittlerweile schon auf 20, oder? 13. Ja, viel fehlt echt nicht mehr. Das ist so gut. Es ist echt so gut. Möhe wäre halt auch eine gute Jägerin, ne? Aber ist okay. Alles gut. So, hier, das läuft auch. Guck mal. The Rival. Zieht sich erstmal ein Met rein. Sehr schön. Knallt sich erstmal ein Met auf den neu gebauten Stühlen. Ach, es ist cool. Hier bei den Kühen geht es auch richtig ab. Baureserven werden geholt. Hier, die Lager sind eigentlich so gut wie wieder leer. Das ist halt auch richtig geil. Es hat aber auch jeder seine Aufgabe und das finde ich ja so gut, ne? Hier. Honigknusperlinge werden fertig. Hier oben, was haben wir da? Grillfleisch ist da. Es ist so gut.
Mö und Deria sind jetzt Freunde. Das ist doch noch besser. Wie kommt denn das eigentlich zustande? Deria ist hier unten. Mö ist hier unten. Okay. Anscheinend per Telepathie, ja. So, sehr schön. So, der Boden ist fast fertig, ne? Dann ist es ja halt auch wieder nicht mehr viel, du. Die Halle könnte sogar heute noch fertig werden, wenn es eine Halle wird. Wenn nicht, müssen wir halt wirklich zubauen. Zack, zack, zack. Guckt ihr das an? Da, die nächste. Der eine holt, der andere baut. Das finde ich halt geil von beiden, ne? Das finde ich richtig cool. Was hast du denn aufgehoben? So, der nächste Tisch wird gebaut. Oh, wäre das gut, wenn das eine Halle werden würde. Ich will es halt ehrlich gesagt nicht zumachen. Oh, die freuen sich schon, die zwei. Guckt ihr das an hier? Zack. Tisch aufgebaut. Greifel holt wieder Material. Boah, ich muss das kurz anhitten. Ich bin gerade voller Vorfreude. Das ist nicht mehr viel, Freunde, ne? Es ist wirklich nicht mehr viel. Karottensamen werden kaputt. Ja. Das Problem ist gerade, dass, glaube ich, der Erik Tom mit den Gärten nicht mehr hinterherkommt. Es ist aber auch nicht schlimm. Es ist dann eh bald Winter und dann wächst es dann sowieso nicht mehr. Das, was er eingepflanzt hat, hat er eingepflanzt. Hier wird noch, guck mal. Das haben wir noch gar nicht. Es ist halt immer wieder irgendwo so ein bisschen was zu tun, ne? Aber das ist halt auch nur ein freier Raum. Und das ist das, ich glaube, dass vielleicht wirklich Raum. Da wird schon das Dach gebaut. Wahnsinn. Forschung verfügbar. Spiegelherstellung. Steinbildhauerei. 30. 5 Brücher brauchen wir noch. Dann haben wir das. Oh, das wäre so gut. Wenn hier einfach da und hier dann einfach nochmal ein paar Statuen sitzen würden. Das würde ich so geil finden. So. So gut. Ich glaube, na, heute wird sie nicht fertig, aber ich glaube morgen. Morgen wird sie wohl fertig werden in-game, natürlich. Wir werden sie heute sehen wohl. Wenn nicht, ziehe ich das, bis das hier heute ist. Dann machen wir heute ein bisschen länger, aber die Halle werde ich heute noch, werden wir heute noch sehen, glaube ich. Wir drücken jetzt einfach mal die Daumen. Wir drücken einfach mal die Daumen, dass die Halle Halle wird. Und dass wir sie nicht komplett dicht machen müssen. Ah, oh, guck mal, Mö ist jetzt schon, sitzt im Regen. Warum setzt du dich in den Regen, Bubi? Ich werde natürlich dann den hier wegmachen lassen, ne? Das ist ganz klar. Der kommt weg. Den wollen wir dann dort nicht. Da können wir uns überlegen, was wir da hinbauen. Schauen wir mal vor die Küche. Vielleicht einfach noch mal ein paar Tische oder so. Ein einzelner Tisch, wo man dran sitzen kann. Das wäre schon ganz geil eigentlich. Ist eine coole Idee. Wir lassen es aber erstmal. Das wird mal abreißen. Wenn wir jetzt gleich schon an ein in Auftrag geben. So, Rival setzt sich nochmal dran. Ragnar und Gamefels. Oh, es ist herrlich. Ein wunderschönes Bild. Ja, es sind, tut mir leid. Ich wollte. Entschuldigung, dass ich zugucken wollte, wie ihr spielt. Kommt nicht mehr vor. So. Ragnar geht ins Bett. Alle anderen gehen auch ins Bettchen. Zack. Machen wir die Energie hoch. Die Schnelligkeit Alex. Ja, der guckt schon hier. Ah, guter Stuhl haben sie gebaut. Guter Stuhl. Gemächer von Alex Black. Aber der ästhetische Wert mit 5,1 ist doch okay. Also da sehe ich jetzt keinen. Da sehe ich jetzt kein Problem, ehrlich gesagt. Alles gut.
Lager gab es ja nicht, ne? So, das Lazarett haben wir halt noch nicht, aber das brauchen wir irgendwie gesagt nicht. Ich finde, ein Lazarett passt nicht in unsere Siedlung. Ein Lazarett sagt dir halt einfach, du pass auf, ihr seid schwach, ihr kriegt eh einer vor die Omme. Lazarett will ich nicht. Küche haben wir haben alles da. Es ist alles da, bis aufs Lazarett. Und das Lazarett haben wir selber, die können sich ins Bett legen, werden geheilt, fertig. Ab die Bohne. Ah, guck mal hier. Es ist so gut geworden. Unsere Kirche. Sehr, sehr schön. Da freue ich mich auch drauf, wenn die dann fertig wird. Forschung verfügbar? Ja, wissen wir, genau. Wie viel sind es noch? Zwei Bücher. Die baut er aber auch noch, ne? Ja. Sie sind wach. Die zwei werden auch genau gebaut. Derion und Mö sind Freunde. Sehr schön. Hier wird schön gespielt. Hier, haben sie sich bekriegt. Ich mach dich fertig. Nee, nee, das kannst du vergessen. Ah, warte mal. Hier, guck mal zu hier. Gucken, wer gewinnt. Ja. Wieso wird hier eigentlich unterm Tisch geschoben? Ah, Reifel ist ahnungslos. Erik Tom aber auch. Sie wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Steht am besten auf, geht hoch. So, nach dem Verhungern brauchen wir schon gar nicht mehr gucken. Weißt du, weil, Leute. Er muss halt essen, er betet halt wieder, ne? Ja, ja, klar. Rival ist. Ragnar reißt ab. So. Boah, wäre ich so froh. Wenn das, ich hab's jetzt, ich weiß nicht, wie oft ich es heute schon gesagt habe, mindestens 10 Mal, wenn das Halle, wenn das eine Halle wird, ne? Oh, der nächste Tisch. Ja, Hermine holt gleich das Holz. Nachhaltiges Arbeiten, sehr gut. Auch das hier in Midgard. Es ist halt krass, wenn du siehst, wenn zwei arbeiten, wie schnell das dann noch geht, ne? Was baust denn du da? Achso. Wir haben gar keine Trophäen, ne? Was ist denn eine Trophäe? Hirschschädel, Feindschädel, Kuhkopf. Alles klar. Ja, ein Hühner. Hühner müssten wir eigentlich dran bauen. Jetzt mal ohne Scheiß. Dass wir uns ewig daran erinnern, dass wir nie Hühner gezüchtet kriegen. Es sind sogar 10 Stühle, habe ich gar nicht aufgepasst. Sie könnten alle da dran sitzen. Zack. Hier kracht's ohne Ende. Lass mich mal kurz gucken, in unseren Ressourcen Gegenstand geschieht. Wir haben ja Wolfskadaver. Ist ja krass. Wo haben wir den her? Nahkampf. Haben wir schon Äxte? Hier, guck. Geil. Geil, geil, geil. So, wenn wir dann alle Äxte haben, kriegt jeder natürlich die Axt, ne? Der hat eine Axt. Der hat eine Axt. Gut und schwach. Naja, wenn es kaputt geht. Stand da gerade PS? SPS. Ich dachte jetzt schon. Oh, die Halle. Ich muss jetzt hier bleiben. Ich weiß, wir bewegen uns gerade irgendwie gar nicht weg, aber das ist so wichtig jetzt. Ob jetzt gleich aufleuchtet in grün, große Halle. Es müsste ein Raum werden. Wenn er auch weiß auch, dann wissen wir, dass es ein Raum wird. Wenn er jetzt hier weiß nicht aufleuchtet, wird es kein Raum. Und das wäre richtig kacke. Ich sag's euch ehrlich, wie es ist. Guck mal, es ist nicht mehr viel. Es ist wirklich nicht mehr viel.
Okay, Mö ist jetzt gerade wieder am Kochen. Sehr cool. Wo läuft er hin? Was war? Forschung? Forschung! Steinbildhauerei. Oder machen wir Holzschnitzerei? Holz und. Ah, das wäre ja beides cool, ne? Alex! Du musst noch mal 30 Bücher machen. Wir wollen Stein und Holz. Es tut mir leid. Wo ist denn das? Muss ja dann hier sein, oder? Banner? Dekorativ? Oh. Das wird bestimmt auch bei der Holzschnitzer. Und das nehmen die sich dann einfach, oder was? Holzarbeitertisch, Werkstatt. Hier. Große Statue. Wir haben kein Zimmerhandwerk auf 20. Bei. Warum eigentlich nicht? Zimmerhandwerk 6. Ja, ach, das war Reibel, ne? Mit dem Zimmerhandwerk. Ja. Er muss halt das Ding fertig bauen, dann ist gut. Dann kriegt er halt sein Zimmerhandwerk wieder rein. Jules sitzt dort. 0815 sitzt dort. Jetzt kommen sie alle. Zack. Deria. Okay. Tja, ihr Lieben. Die Halle wird nicht ganz fertig, aber dann haben wir was, auf was wir uns morgen freuen können. Morgen wird es dann wohl soweit sein. Wie gefällt es dem Eriktraum eigentlich hier zu sitzen? Krass, oder? Nichts Negatives. Ein neuer Hund ist da. Wie wunderbar. Wir wollen keinen Hund. Also wir haben jetzt Hund genug, ne? Die fressen uns nämlich auch alles weg. Und jetzt kommt der Winter. Das können wir nicht. Das geht nicht. Das können wir nicht machen. Ihr Lieben, wir sehen uns morgen, wenn die Halle fertig gebaut wird. Danke fürs Zuschauen. Ja, so machen wir es. Tschüss.